Jawohl, da haben wir es, den letzten Beitrag für heute. Hervorragend. Das war es dann sozusagen, bis auf das, was wir natürlich hier noch letztendlich zu sagen haben. Erstmal vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. Prima. So wie den ganzen Tag über, das muss man sagen, wie gestern schon viele spannende, viele tolle Sachen, die wir da haben. Und demzufolge natürlich ist all das nicht möglich gewesen, ja, ohne die ganze Arbeit, die wir da natürlich gemacht haben. Und zu sehen waren immer wir beiden, ja, aber Stimmt, ja. wir sind nicht wir beiden, sondern wir beiden sind eine ganze Menge. Und diese ganze Menge gilt es natürlich dann auch an dieser Stelle dann hier auch einmal zu würdigen und ein bisschen auch Dankeschön zu sagen. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön muss man dazu sagen, denn dass das immer so toll funktioniert und dass wir beiden auch immer hier so schön zu sehen sind und das dann letztendlich hier für euch vortragen können, ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern da stecken Menschen dahinter. Und welche Menschen dahinter stecken und in welcher Funktion, schon, das wirst du uns mit Sicherheit erklären können. Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Ja, nee, erstmal ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön an das ganze Team. Ich sage nochmal alle gleich durch, aber es ist unglaublich, man hat leider nu meistens nur uns beide vor der Kamera gesehen. Aber ja, es hat alles so wunderbar geklappt dieses Wochenende. Klar, den einen oder anderen Patzer hat man mal, aber hey, das ist ganz normal. Und ich muss sagen, wirklich an jeden Einzelnen, ihr habt das wirklich klasse gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, so ein Team am Ende begleiten zu dürfen und ja, einfach so ein tolles Event auf die Beine stellen zu dürfen. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal alle durch. Und da hätten wir erstmal einmal die Externen, die eigentlich gar nicht zum Team gehören, aber uns trotzdem echt groß geholfen haben jetzt für die Talkstage. Das wäre einmal die Kate, die hat das Work Adventure mit uns gebaut. Die ist da schon ein bisschen länger drinnen und hat ja, uns tatsächlich viele Anweisungen gegeben, so nach dem Motto, ey, was ihr macht, ist blöd. So habt ihr das zu machen, so nach dem Motto, also so sieht das besser aus. Und da hat sie wirklich viel mit uns auch gebaut. Und ja, haben wir immer in Montag-Sessions tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Stunden da rein investiert. Also herzlichen Dank nochmal an dich, Kate. Dann auch nochmal an die Barbara. Herzlichen Dank, dass du so ganz spontan dann nochmal letzte Woche zur Teilnehmerbetreuung eingesprungen bist. Du hast auch tatsächlich relativ viele Vorträge übernommen. Ganz herzlichen Dank. Ich finde, du hast das super gemacht. Ich habe auch nur Positives gehört. Ja, nochmal herzlichen Dank an dich. Und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr vielleicht auch wieder dabei wärst. Diesmal ja auch an Kate, ne? Aber genau, das versteht sich von selber. Ja, dann haben wir einmal Jason, der einmal die Teilnehmerbetreuung auch gemacht hat, zum großen Teil, sowie auch Social Media, die ganzen Kanäle immer mal wieder befeuert hat, hat die Umfragen beispielsweise gemacht und so und hat das organisiert. Das ja, ist auch klasse. Vielen, vielen Dank an dich, Jason. Sowie an Dennis, du hast die ganze Zeit auch die Technik gemacht, allerdings auch die YouTube-Betreuung. Und ja, ich muss sagen, war super, konnte man wirklich nichts aussetzen. Dann aber auch an unsere Regie. Das waren der Lorenz und die Shani. Die waren jetzt hier 2 Tage beschäftigt, haben die ganze Zeit neue Vorträge reingemischt, haben geschaut, dass und die Moderatorenübergänge gut laufen. Da steckt so viel Arbeit dahinter. Da auch nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch. Des Weiteren habt ihr einmal den Shop mit aufgesetzt. Ihr habt das Work Adventure beide mitgebaut. Allerdings natürlich auch die Shani hat nochmal die Gaming-Nacht organisiert am Freitagabend. Das war auch klasse. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Dann haben wir einmal den Patrick, der war auch im Technikteam oder ist auch im Technikteam, wird es auch hoffentlich weiterbleiben. Die Teilnehmerbetreuung hat er auch übernommen. Ich glaube, er hat sogar die meisten Teilnehmer betreut, die meisten Vortragenden betreut dieses Wochenende. Da nochmal herzliches Dank an dich. Du hast es meiner Ansicht nach auch echt spitze gemacht. Dann nochmal an André, der die Webseite mit uns gebaut hat, die ganzen, ja, die ganzen Monate über, ne, hat er neue Ideen reingebracht, uns da ein bisschen mehr eingewiesen und da auch wirklich viele coole Sachen erstellt. Und da sind wir dir auch
sehr, sehr dankbar. Ich muss sagen, die Webseite hat seit letztem Mal dann doch schon ein bisschen ein paar Verbesserungen bekommen. Dann einmal an Philipp, der hat die Technik gemacht, die Teilnehmerbetreuung auch nochmal und hat den Linux Desktop Design Award organisiert im Hintergrund. Auch nochmal herzlichen Dank an dich. Natürlich auch an dich, Lars. Ja, du hast es auch spitze gemacht, das Wochenende. Ich muss sagen, mir war es immer eine große Freude mit dir, dieses Wochenende hier das zu moderieren. Und ja, ich denke, ja, für nächstes Jahr habe ich da auf jeden Fall mindestens genauso viel Lust und ja, würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr auch wieder dabei bist. Natürlich, Sean, selbstverständlich. Und Sean, wenn ich das dann mal so stellvertretend sagen kann, ein großes Dankeschön natürlich auch an dich. Es werden immer so viele Sachen auch gesagt. Und ich denke mal auch der große Dank vom gesamten Team an dich, dass du das machst und dass wir dabei sein dürfen. Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich hinsetzt, das organisiert. Jeder von uns weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel du vor allem da auch reinsteckst. Ja, ganz viel von deiner Zeit und du reißt uns da alle mit und integrierst uns. Und ich denke mal, dass es so viele sind, wie ihr das gerade gehört habt, kann nur funktionieren, wenn es so viel Spaß macht und wenn jemand vorweggeht, der das Ganze so macht, wie Sean das macht. Und deswegen stellvertretend von allen vielen Dank dafür. Das freut mich. Herzlichen Dank. Ja, ist mir auch immer, ist mir wirklich eine große Ehre, das alles so mit euch machen zu dürfen. Und tatsächlich haben wir die Liste noch nicht mal voll von den Leuten, die ja jetzt hier mitgeholfen haben. Dann einmal der Micha, der ist der Leiter des Technikteams, hat da ganz, ganz viel im Hintergrund gemacht, hat am Work Adventure mitgeholfen. Wir waren am Freitag nochmal drei Stunden beschäftigt, dieses Work Adventure zum Laufen zu bringen. Allerdings auch in der Teilnehmerbetreuung hat er mitgemacht, hat wirklich immer dann geholfen, wenn es gebrannt hat, hat beispielsweise die Gaming-Nacht noch gestreamt und so weiter. Also mir fallen da ganz, ganz viele Aufgaben sicher nicht ein, die er dann noch übernommen hat. Also nochmal ganz, ganz dickes Lob an dich, Micha. Vor allem auch für den Tuckflash beispielsweise, was du jetzt seit Anfang des Jahres machst. Ja, kann ich eigentlich, muss ich tatsächlich fast nichts machen oder ja, mache ich eigentlich erstmal nichts, außer dann dabei zu sein. Und dann auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Uwe. Den kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Der ist auch ganz im Hintergrund mit dabei, aber der hilft mir tatsächlich sehr in der Organisation, in verschiedenen Lagen, die bei uns im Team waren in dem Jahr. Hat da immer mir beiseite gestanden. Wir haben auch rechtliche Sachen gemeinsam besprochen, haben Sponsoren angeschrieben und so weiter, alles Mögliche. Und da geht auch ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön an dich, Uwe. Auch wenn du jetzt das Wochenende gar nicht dabei warst, so, aber du hast so viel im Background auch mitgetan, dass da danken wir dir auch ganz, ganz herzlich. Ja, das war das Team. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr ein paar mehr noch aufzählen könnte, weil wir suchen auf jeden Fall noch neue Teammitglieder. Einmal 3D-Designer, Innenarchitekten, Marketing-Design auch, Teilnehmerbetreuung suchen wir auch noch ein paar. Das werden sicher nicht reichen. Wir wollten tatsächlich eigentlich noch ein paar Vorträge annehmen. Beispielsweise Eugen Mohr ist ja gestern ausgefallen so ein bisschen. Wir konnten ihn leider nicht mehr reinschieben, weil wir die Ressourcen gerade nicht haben oder nicht mehr hatten jetzt heute mehr. Da suchen wir auf jeden Fall auch noch. Dann allerdings auch im Office-Bereich suchen wir jemanden, der uns da so ein bisschen unterstützt. Allerdings auch in der Serveradministration, in der Livestream-Technik und in Suite CRM. Also egal, welches Thema euch da interessiert, wir würden uns da sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht mit bei uns das nächste Mal im Team bist. Und meldet euch einfach unter kontakt@tuxtage.de. Wir werden das aber auch nochmal auf der Webseite publik machen. Ja, dann auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank an unsere Sponsoren. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind einfach unendlich dankbar dafür, dass es dann doch so viele geworden sind. Und tatsächlich mussten wir unser Konzept so ein bisschen ändern, weil wir nicht gedacht hätten, dass dann, ihr dann so die Türen bei uns einrennt. Das ist sehr, sehr toll und freut uns sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auch wieder. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Auch an alle Vortragende. Muss ich sagen, ihr habt das alle spitze gemacht. Ich habe in ganz, ganz viele Vorträge reingeschaut, habe ganz viel verfolgt und bin teilweise wirklich immer neu überrascht worden, wie viel Mühe, wie viel Liebe ihr da reingesteckt habt, wie viel Wissen ihr mitgebracht habt und das anderen geteilt habt. Das ist einfach unglaublich. Ich finde, qualitativ sind die Tuxtage dieses Jahr so gut geworden und wirklich ein herzliches Dankeschön an euch. Ich muss sagen,
Es ist echt, ich denke, jedem von uns im Team eine riesige Ehre, für euch das veranstalten zu dürfen. Das ist einfach der Hammer. Auch nochmal einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch, die Zuschauer. Ja, ihr seid jetzt noch so zahlreich dabei. Ja, knapp 100 Leute sind wir noch. Das ist unglaublich, um die Uhrzeit, ja, nach dem allerletzten Vortrag. Das zeigt tatsächlich, dass, ja, ihr da mit dabei sein wolltet, und das ist einfach wunderschön, für euch da so eine tolle, ja, so eine große Veranstaltung auch veranstalten zu dürfen, und dass sie auch wirklich so angenommen wird von euch. Ja, für wen machen wir das sonst, so nach dem Motto. Also herzlichen, herzlichen Dank, und das wäre es jetzt erstmal mit meiner Dankesrede. Ich weiß nicht, bitte keinen Danke-Counter einfügen, das könnte ein bisschen, der könnte ein bisschen explodieren. Ja, okay, Lars, ich habe gehört, wir haben noch eine Ankündigung. Ja, so sieht das aus. Nämlich haben wir für das nächste Jahr etwas geplant. Und zwar für den 14. Mai 2022 werden wir uns am Linux Presentation Day beteiligen. Das heißt LPD. Wir werden eine eigene Veranstaltung auf die Beine stellen. Die LPDs sind dafür da, ganz für den Einsteiger da zu sein. Das Niveau hier natürlich ganz klar für diejenigen abgezielt, die sagen, verdammt, dieses Linux, das ist doch was für mich. Ja, und da euch dann abzuholen, wie geht das? Wo sind die Einstiege? Wo muss ich darauf achten? Vielleicht auch, wo sind Kontakte für mich da, wo mir geholfen werden kann? Internet ist immer eine Sache. Ich habe das gestern schon so häufig gesagt. Die LPDs sind an ganz vielen Standorten natürlich auch vor Ort irgendwo vertreten. Nur, wir haben uns überlegt, ja, das Ganze natürlich auch online stattfinden zu lassen, um auch hier so ein bisschen die Tür zu öffnen, um das natürlich auch mit den TUX-Tagen in gewisser Art und Weise zu verbinden. Wir sind ein fertiges Team. Wir haben das Know-how und vor allem, wir finden es auch total wichtig, so wie das ja auch heute in einigen Vorträgen hier auch rausgekommen ist, die Einsteiger abzuholen und auch die Umsteiger, das ist ja das letztendlich, ja, ne, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, die sagen, ich würde ja gerne, ich weiß aber nicht, und genau darauf zielen die LPDs ab, das zu realisieren. Noch einmal, der 14. Mai 2022 ist der Termin, der angepeilt ist. Schreibt euch den in den Kalender, damit das fix ist. Und dann sind wir da für euch da in gewohnter Qualität und werden euch das Ganze dann da auch präsentieren. Schauen. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir da das erste Mal jetzt dabei sein werden. Und dafür suchen wir natürlich auch dann auch wieder Vorträge, vor allen Dingen aber wirklich, wirklich im ganz, ganz, ganz tiefen Einsteigerbereich. Also dagegen war jetzt Nextcloud, was wir jetzt vorhin gesehen haben, ziemlich high level, ne? Wobei das vielleicht für andere dann doch ein bisschen eher, na ja, ist also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang wollen wir damit anfangen. Ja, das habe ich, glaube ich, ganz gut formuliert. Nee, wirklich für den Computerblondesten Nutzer sozusagen in der Hinsicht, aber vielleicht auch Leute, die man in diese, ja, freie Softwarewelt einführen möchte. Damit möchten wir, ich sag mal, an den LPD dann werben, quasi für Linux, für unsere Welt, um dann neue Mitglieder zu begeistern. Und dann kann man auch endlich anderen sagen, hey, ich schaue da immer gerne die TUX-Tage, aber die haben da auch eine Veranstaltung, die ist auch was für dich. Da kannst du direkt anfangen und ja, kannst wirklich vielleicht mal verstehen, warum ich Linux nutze, so nach dem Motto. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, auf den 14. Mai. Gehen jetzt da in die Planung los und ich freue mich schon richtig, muss ich sagen. Gut, ich würde sagen, das wäre es von den TUX-Tagen 2021 gewesen. Wir wünschen euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen schönen Start in die neue Woche und ja, einfach nur herzliches Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst einmal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.